In den letzten Jahren entstehen überall Tauschringe und Alternativwährungen. Eine davon ist der Profidank. Und neben mir sitzt heute der Erfinder und Begründer des Profidank, Herr Bernd Hückstedt. Herr Hückstedt, wer sind Sie eigentlich? Kann jeder x-beliebige Bürger einfach mal eben so eine neue Währung ins Leben rufen? Was qualifiziert Sie dazu? Zunächst einmal, dass ich kein Banker bin. Was sind Sie dann? Ich bin Tonmeister von Beruf. Ich habe also Fächer studiert wie Musik, Elektrotechnik, Akustik, Mathematik. Und habe mich schon als Kind gefragt, wieso in der Welt zum Beispiel so extreme Unterschiede zwischen Arm und Reich da sind. Oder andere Fragen, zum Beispiel, warum eine Institution wie Brot für die Welt zum Beispiel Geld einsammelt und kein Brot. Das heißt also, Brot muss genug da sein, sonst könnte man es nicht für Geld kaufen. Es mangelt anscheinend an Geld. Ja, und dann tauchte die Frage auf, wie könnte es besser sein? Und ich begann, Modelle auszutüfteln. Erstmal so ganz im Kleinen und dann auf immer höherem, professionellerem Niveau, bis ich merkte, ich muss mal bei der Natur gucken, denn jeder gute Naturwissenschaftler schaut erstmal, ob es Vorbilder in der Natur gibt. Und da bin ich fündig geworden. So wird in der Natur zum Beispiel geschenkt und nicht verkauft. Stellen Sie sich einen Apfelbaum vor, der schenkt seine Äpfel den Tieren. Und die Tiere bedanken sich quasi, indem sie den Samen weitertragen. Insofern ist es sozusagen ein instinktives Schenken und Danken. Also eine andere Sache als in unserem Wirtschaftssystem, wo es ein Kaufen und Bezahlen ist, was also eher ein Schuldverhältnis ist. Diese Schuldverhältnisse gibt es in der Natur nicht. Da ist es ein eher freiwilliges, instinktives Schenken und Danken. Und dieses Prinzip haben Sie jetzt in Ihrem Währungssystem umgesetzt? Genau. Daraus entwickelte ich dann die sogenannte natürliche Ökonomie, also ein Wirtschaftsmodell nach Vorbild der Natur. Und diese natürliche Ökonomie ist wieder Vorbild für Profidank. Der Name Profidank hat ja sicher eine tiefere Bedeutung. Da steckt Dank drinnen und Profi? Ja, also Dank, um zu symbolisieren, dass wir ähnlich wie die Natur eher ein Schenken und Danken haben als ein Kaufen und Bezahlen. Und Profi steht dafür, dass es eine professionelle Plattform ist, auf der wir dieses Modell, dieses Wirtschaftsmodell erproben, weiterentwickeln, ähnlich einer Akademie. Angenommen, ich möchte jetzt gerne in Ihr System einsteigen. Was muss ich da ganz konkret dazu tun? Sie können sich einer Gemeinschaft anschließen, wo Profidank schon läuft, beispielsweise bei Neue Impulse. Sie bekommen dann ein Dankkonto und können mit dem Dankkonto so ähnlich umgehen, eben auch wie mit einem Bankkonto, mit einem großen Unterschied. Der Dank wird erschaffen durch Leistung für die Gemeinschaft. Das heißt also, ein weiterer erster Schritt wäre, dass Sie sich überlegen, was möchten Sie anbieten? Also welche Fähigkeiten, welche Neigungen, was, am besten etwas, was Ihnen wirklich auch gut gefällt, was Sie gerne machen und was Sie gut machen, anbieten, entweder an die Gemeinschaft oder eben innerhalb eines Marktplatzes dann eben so anbieten, dass andere Leute diese Leistung abrufen können. Also auf diese Art und Weise könnte zum Beispiel so etwas wie Nachbarschaftshilfe oder Altenpflege oder Kinderbetreuung durch Dank entlohnt werden? Da, wo eben Geld fehlt, kann man mit Dank in Austausch treten und damit Dinge schaffen, die eben ohne dem nicht möglich wären. Das heißt also, das Danksystem könnte parallel zu unserem jetzigen System verwendet werden? Dass Sie als Selbstständiger zum Beispiel Dankrabatte anbieten können. Also eine Leistung, die
vollen Preis beispielsweise 100 Euro kostet, bieten Sie an mit einem Dankrabatt von 50%, dann wären es eben 50 Euro plus 50 Dank. Und ist das jetzt sehr kompliziert oder kann man da leicht einsteigen? Was muss ich konkret für Schritte dazu tun? Es ist nicht schwieriger als mit Ihrem Online-Banking-Konto informieren, entweder auf der Seite www.neueimpulse.org oder eben auf der Seite Profidank. Hier sind eigentlich immer die neuesten Informationen über die Entwicklung des Profidank-Systems zu finden. www.profidank.de. Okay, da werde ich jetzt gleich einmal reinschauen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hückstedt.